Ich habe mich auch gefragt, woran liegt das, dass die Menschen kein Vertrauen mehr haben in unsere Politiker, in die Institutionen unseres Landes und warum so viele schwarz sehen, vor allen Dingen junge Menschen, die Angst, es geht nicht hier um Sorge, die Angst um die Zukunft haben. Weil niemand mehr Verantwortung übernimmt für sein Tun. Die Politiker nehmen keine Verantwortung für ihr Tun. Und das ist das, was uns unterscheidet. Wir übernehmen Verantwortung. Wir wollen sie übernehmen, weil wir nicht, wie Markus Frohnmeier das richtig sagt, in Wahlperioden denken, sondern in Generationen für unsere Kinder und Enkelkinder Politik machen. Wer übernimmt Verantwortung über die Corona-Impfung, über die Hauptwirkung oder vielmehr die Nebenwirkung der Corona-Impfung? Wer übernimmt Verantwortung dass ja 2021 alle Parteien haben Wahlkampf gemacht, gegen die Impfpflicht zu sein. Und urplötzlich, als der Wahltermin durch war, waren alle für die Impfpflicht. Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Wer übernimmt die Verantwortung? Wo ist die Überarbeitung, die Wiederaufarbeitung für den Rechtsbruch in diesem Land? Für den Verfassungsbruch?